So, willkommen Freunde, wir sind jetzt hier auf dieser schönen Sumpflandschaft. Es kann mit Ori weitergehen. Ich glaube, jetzt ist schon der 6. Teil, den ich jetzt hochlade. Ich habe es auch ziemlich viel gezockt und gesuchtet. Das ist schon sehr geil. Natürlich jetzt hier ein bisschen komplizierter, weil wenn du einmal reinfällst ins Wasser, dann war's das. Wir können uns natürlich einmal nach da oben ziehen. Gucken, hier geht es nämlich auch weiter. Schön, was gibt's denn hier Tolles? Ja, da hat eben die eine Taste wieder nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was mit meinem Joypad manchmal los ist. Das zickt so ein bisschen rum. Ah, mit ihm können wir sprechen. Wollte gerade zuschlagen. Ah, Lichtträger, deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum hart noch aus. Ah, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Astlichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht haben. Oh. Du hast einen Questgegenstand gefunden. Es sieht grau und leblos aus. Ja, ist halt ein Stock, ne? So, Filter stellen wir wieder auf Quest. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Ne, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Wissen jetzt aber auf jeden Fall, wo der Typ ist. Falls wir irgendwas finden. Würden natürlich seiner Tochter gerne helfen, keine Frage. Ah. Portal gefunden. Spiel gespeichert, sehr gut. Falls wir an diesen stinkigen Blasen nämlich draufgehen sollten. So, rechts sieht es doch so wieder so aus, als wenn da was versteckt ist. Nee, doch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, wir gehen erstmal klassisch auf Schwert wieder. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das. Oh. Bloß nicht in den blöden Sumpf fallen hier. Wichtig ist auch, dass wir die richtige... Ah, genau, das richtige Timing, wollte ich gerade sagen. Ey, was ist denn da los? Ori, konzentrier dich mal. So, hier warten wir jetzt mal lieber ab. Bevor wir irgendwelche Faxen machen. Ja, das geht doch. Wie Spider-Man. Haut das hier hin. Oh. Okay, dann lassen wir uns mal wieder fallen. Kleiner Reflex. So, rechts ging es nicht weiter, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Oh, Mann. Es ging nach oben weiter. Also ich habe das die Tage gemerkt, wenn du das zu lange spielst, kriegst du auch einen am Helm. So. Theoretisch darüber. Machen wir, indem wir jetzt auf die rechte springen. Ach, Mann. Warte mal. Irgendwann verliert man hier die Konzentration. Das ist das Problem an dem Game. Das ist sehr geil. Aber es verlangt ja auch ganz schön was ab, finde ich. Kann man nicht einfach mal so zwischendurch spielen. Jawohl.
Ui. Ah, shit. Warum geht... Springt er denn da nicht rüber? Was ist denn da los? Jetzt haben wir aber völlig verkackt hier. Egal. Das wird auch nicht rausgeschnitten. Dummheit muss drin bleiben. Jawohl. Da wäre ich beinahe wieder rausgesprungen. Ja. So. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Das ist eine ganz einfache Kiste. Drücke X, um einen Schlüsselstein zu verwenden. Das heißt, wir brauchen hier einen Schlüsselstein. Da muss es ja doch irgendwie rechts weitergehen. Na, die Taste hat eben nicht hingehauen. Da oben ist das Licht. Warte mal, vielleicht geht es ja auch oben weiter. Ah, alles klar. Ich bin beinahe auf die optische Täuschung reingefallen. Ist aber nur Nummer 1. Wir brauchen noch einen zweiten, ne? Oder reicht einer? Einer fehlt noch. Ach, das ist... Ah, alles klar. Das ist doch der Schlüsselstein. Nicht blöd, Mann. Jetzt sind wir tausendmal gestorben. Das heißt, jetzt hier rüber. Hat nicht hingehauen. Müssen auf jeden Fall den Stein auch noch finden. Rüber. Ja. Wow, das war sehr geil. Das war ein nicer Move. Müssten wir eigentlich weiterkommen. Jawohl, sehr geil. Wir haben es doch drauf. Still lag der Wald, die Asche und Knochen. Ich hoffe ja, dass wir unsere Eule wiederfinden, ey. Dass die nicht gestorben ist oder so. Ein Secret oder so. Boah, das sieht aber echt übel aus mit den toten Eulen da und den toten Vögeln. Oh, da ist sie. Wir haben die Eule. Wie geil ist das denn? Geil, wir sind wieder vereint. Das ist ja nice. Sehr, sehr nice. Oh. Ach, da kommt jetzt dieser Riese an. Ah. Das ist doch das Vieh, was uns verfolgt hat vorhin. Alter, noch so eine Verfolgungsjagd. Ich hoffe, sie kann fliegen. Oh. Ah, das war nicht so gut. Da war ich wieder zu übermütig. RT gedrückt, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Ah, okay. Sehr gut. Da war ich zu voreilig. Hab ich beide wieder umgebracht. Ah. Einen Windstoß erzeugen.
Die Frage ist natürlich... Halte RT gedrückt, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Oh. Ah. So, ne? Genau. Aber wir können jetzt hier aber Energie einsammeln. Ja. Muss doch mal sein. Du strahlst Hellgeist, du störst die Stille. Unsinn, sie hört sie, sie sieht. Und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille, jene, die es nicht tun. Ah, werden nie verstehen. Hier bleiben wir hängen. Ah, hier ist ein neuer Schlüsselstein, den wir brauchen. Das heißt, wir müssen hier mal rüber gleiten. Hey. Du sollst LT drücken. So, Nummer 1 haben wir. Brauchen jetzt Nummer 2. Das ist jetzt so ein bisschen eine andere Tastenbelegung. Ja, das ist eine andere. Sehr schön. Jawohl. Jetzt können wir hier eigentlich rechts rüber und dann müssen wir durchkommen. Ah, sehr nice. Warum geht der jetzt nicht auf? Wir haben noch beide drin. Drücke X oder muss da noch ein dritter rein? Nee, ne? Sind doch immer nur zwei. Drücke X, um den Schlüsselstein zu verwenden. Tor klemmt. Gucken wir mal, ob es noch einen anderen gibt, einen dritten oder so. Müssen wir noch mal ein bisschen weiter unten gucken. Mir fehlt wahrscheinlich noch einer. Können wir das denn hier aufschießen? Warum können wir hier nicht landen? Doch. Okay, dann müssen wir noch mal gucken. Hier sind wir auf jeden Fall reingekommen. So. Hier ist Key. Komisch.
Kann ja mal mit ihm da unten sprechen. Ob er vielleicht noch eine Idee hat. Sich verlaufen, Geist. Wer sich verirrt, wird selten gefunden. Ja, hilft uns eigentlich nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall dann durch, aber... Mutig mal. Nö. Irgendwie komisch. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Wir hier auf der Seite noch was anderes finden. Da geht es nicht weiter. Und hier kommen wir doch, ne? So, warte mal. Wir müssen eigentlich theoretisch... Gefallene Freund, verlasse den stillen Wald. Ach, okay. Dann ist ja die Welt in Ordnung. Ja, so natürlich nicht. Okay, weiter. Keine Müdigkeit hier. So, so geht's auf jeden Fall nicht. Ich vermute mal... Wir denn von hier aus so gleiten müssen. Das klappt auch nicht. Das heißt, wir müssen noch höher. Ah! Das ist ein dritter Schlüsselstein. Das ist aber mies gemacht. Mann, Mann, Mann. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, brauchen jetzt halt, setzen wir drei ein. So, und wir brauchen noch einen vierten sozusagen. Okay. Wir müssen hier wirklich jeden Winkel abfliegen. Hier oben noch weiter können. Nee. Hier geht es ja auch nicht weiter. Aua. Eieiei. Da haben wir doch gleich wieder einen von Latz bekommen. So, und das ist die Frage, wie kriegt man das jetzt hier auf? Aufschießen geht nicht. Jawohl, jetzt haben wir es. Genau, und dann kommen wir da nämlich hin. Schon gewundert, wie das funktionieren soll. Jo, jetzt haben wir's. Alter. Das haben sie aber verkrampft gebaut, ey. Mann, 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 Mann. So, jetzt müssen wir alle haben, um den Stein zu öffnen. Ach du heilige Neune. Sie hütete die Stille. Naja. Das Hüten ist, was sie da gemacht hat. Zack. Zack. Vier Stücke, ey. Mann, Mann, Mann. Sonst braucht man immer nur zwei. Jetzt hier nochmal die Energie. Zack. Ah, oh, das ist echt mies.
Ah. Stachelmäßig weiter. Da musst du aber wirklich so ganz viel Gefühl. Ich wollte gerade sagen, ganz viel Gefühl für das Gaspedal haben. Ja, ist wie so ein Wolf, ne? Ich vermute mal, wir müssen. Kommen da nicht anders hoch. Ja. Das wird hart. Das wird keine einfache Nummer. Ja, die Energie brauchen wir. Okay, wir müssen den Schwung mitnehmen. Das war aber knapp. An dem Tor können wir nichts machen, okay. Alter, das wird echt fett. Boah, heftig. Ja, hier können wir hoch und dann rechts rüber. Oh, sehr gut. Klappt bis jetzt ganz gut. Oh nein. Der Weg heim so nah und so fern. Geht's wahrscheinlich nur hier durch. Okay, dann sieht er uns wenigstens nicht. Scheiße. Gedacht. Jetzt hier rüber und dann rechts rüber. Boah. Ach du Scheiße. Der Typ hat mich schon mal gejagt, ey. Wir bleiben zusammen und werden nicht wieder getrennt. Der Typ uns eine gibt oder so. Ah, scheiße. Die Feder. Ah, das fehlt auch noch. Gerade in der Situation jetzt. Scheiße, wir werden doch getrennt, ja. Haben wir schon fast gedacht. Ah, Mist. Ah, ich mag gar nicht hingucken, wenn er die jetzt zermatscht hätte, die Eule.
Ja, wir sind erwacht. Shit, ey. Ja. Ist natürlich jetzt ein gemeiner Moment, ne? Wo man denkt so, ey, warum werden die jetzt schon wieder getrennt? Und ich war so froh, die Eule wiederzufinden. Wer lauert denn da im Hintergrund? Yoda oder? Sah ihm zu komisch aus. Hier von der Steuerung kamen wir jetzt auf viel mehr Möglichkeiten. Nee, ne? Das ist unser Eulenfreund, oder? Ist der tot? Oh Mann. Shit. Alter, dieses miese Stück. Schei. Naja. Wie konnte er den umbringen, ey? Ah, sie kommen. Ich hoffe, die können irgendwie wiederbeleben oder haben irgendeinen Zauber oder so. Boah. Das ist ja echt traurig hier. Ah, wird beerdigt, ja. Scheiße, Mann. Da kommt man sich so richtig Schuldgefühle, als hätte man versagt. Das ist jetzt aber echt düster. Oh, das Licht kommt. Das uns die ganze Zeit geholfen hat. Boah, das wäre ja schön, wenn die Eule wiederbelebt werden würde. Das Licht will mir was zeigen. Also hinterher. Ah, der Frosch. Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte. Aber ihr Licht war zu schwach. So viele fielen dieser finsteren Zeit zum Opfer, vor allem die Kleinsten unter uns. Slena. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden zerstreut, geschwächt, sind kaum noch Irrlicht. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Gerne. Das heißt, wir müssen die Lichter besorgen. Die Erinnerung des Waldes ist gefangen in den klirren Kälte im Norden.
Augen verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft versunken im Wasser im Westen. Das Herz vergraben unter den Dünen im Osten. Die Stimme an deiner Seite, alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den ausgerichteten Schaden reparieren kann, dann ist der Wille der Irrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl, die Moki und ich werden dich mit all unserer unterstützen. Nimm dies, Ori, damit kommst du weiter. Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Sehr gut. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke RT, um frei umherzugleiten oder Luftströme auszunutzen. Das war ja schon am Anfang so, ne? Dass wir das konnten. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, Kommentare nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Wir werden es weiterzocken. Aber das ist genau die richtige Stelle jetzt hier, um erstmal Pause zu machen. Das war ja schon eine sehr aufregende Runde hier, die wir gerade erlebt haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video.